Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast mit dem wunderbaren, schönen, du siehst heute echt wieder sexy aus, das muss man echt mal sagen, mit dem wunderbaren Nizar, meine Wenigkeit Scheiern, und wir haben es geschafft nach sehr viel Bestechung, Lügen, wir mussten ihn hintergehen, wir mussten eine Versicherung abschließen, zum Blödsinn. Wir mussten wirklich Berge versetzen, dass wir es schaffen, wir mussten mit Nizars Management reden, mit der Familie, mit seinem Vater mussten wir reden. Ich habe mich impfen lassen. Er hat sich impfen lassen. Er hat natürlich, er war sehr sauer auf mich. Er hat mit mir jetzt 3 Tage lang nichts geredet. Er ist nur im Podcast hier und vor der Kamera redet er wieder mit mir. Ja, nur für den Job. Ich bin ja ein Profi. Ja, weil wir die erste Frau im Podcast haben. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Esra Meral, die erste Frau im Podcast. Wir haben es geschafft. Nicht, dass du hier und bist, die sondern letzte Frau im Podcast, dass er es akzeptiert. Dass er es akzeptiert. Esra, wie geht's dir? Dankeschön, mir geht's gut. Wie geht's euch? Auch gut, alles gut. Wir freuen uns total, dass du hier bist. Das ist so authentisch. Ich danke dir ganz herzlich, Lisa. So. Das ist so authentisch. Auf jeden Fall. Esra, man kennt dich. Gerade in der Clubhouse-Szene hast du dominiert. Wo Clubhouse noch sehr, sehr, ich bin wie immer zu spät gekommen. Niveauvoll war. Ja, wo der Hype noch da war, hast du die Räume dominiert, weil du auch bei TikTok sehr bekannt geworden bist mit deiner Stimme. Du bist Sprecherin. Genau. Ausgebildete Synchronsprecherin. Was heißt ausgebildete Synchronsprecherin? Ich bin ausgebildet. Was bedeutet das? Was muss man da genau machen? Du lernst die Grundlagen des Sprechens, die Atmung, die Artikulation. Ne, wenn man hört, wie sie spricht. Du sprichst so sauber. Genau. Ja. Das lernst du. Und ich verschlocke ja die Wörter. Der kann ja noch nicht mal richtig Deutsch. Ich bring's euch bei. Ja. Auf jeden Fall gibt es auch viele Regeln, die man einhalten muss, gerade beim Sprechen. Ja. Und das haben wir gelernt. Schauspielunterricht ein bisschen. Das erschreckt dich nicht. Belästigung ist doch mal in diesem Podcast. Alles gut. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte ist... Warte, aber wie lange geht diese Ausbildung? Warte. Du bist ja dann viral gegangen auf TikTok. Genau. Weil du live gegangen bist und Leute, die reingekommen sind, hast du schockiert, oder nicht? Nein, mein erstes Video habe ich hochgeladen, das war letztes Jahr im Juli, glaube ich. Ich habe ein ganz normales Video aufgenommen vor der Kamera, also vom Spiegel. Und habe gesagt, das ist meine Stimme, eine Woche nach der Sprecherausbildung. Das ist meine Stimme, 2 Monate nach der Sprecherausbildung. Das ist meine Stimme, 1 Jahr nach der Sprecherausbildung. Und damit das. Das ist meine Stimme, 1 Jahr nach, boah, das ist krass, genau. Nach der Sprecherausbildung. Und da, also dieses Video habe ich hochgeladen. Und für mich war TikTok einfach nur so, mal reingehen und gucken, was. Schein, Videos gucken. Ja, ja. Eigentlich nicht, aber. Geil. Genau. Stark. Und ich habe es hochgeladen. Ich war dann irgendwann mal drin, habe gesehen, also ganz viele Meldungen, Nachrichten. Und ich dachte mir nur so, was geht jetzt ab? Und ich habe bis dahin nie gedacht, dass die Stimme wirklich so, also sich so gut anhört. Ich wusste schon, dass ich eine schöne Stimme habe, eine angenehme Stimme habe. Habe das auch sehr oft natürlich rückgemeldet bekommen. Ganz schön eingebildet, aber erzähl weiter. Das ist meine Stärke. Ja, das ist sehr gut. Und genau, ich bin sehr stolz drauf. Okay, sehr gut. Können wir hier was zum Besten kriegen von dir? Also wenn ich jetzt... Also du kannst, was hast du eben gesagt? Du kannst ein Navigationssystem... Mhm. Siri? Google ja, Translator. Also ich persönlich, ich finde, ich höre mich nicht nach Siri an. Okay. Aber ich weiß gar nicht, wie Siri klingt. Das ist das Problem. So. Siri, klingt die wie das Navigationssystem? Nein. Also Siri klingt sehr, wie soll ich sagen, sehr sympathisch und schon leicht, ich finde, leicht süß. Und dann gibt es noch Alexa, es gibt Google Translate und die hört sich dann. Ach, wirklich? Da, wo ich zum Beispiel, wenn ich ihn beleidigen will, schreibe ich, was heißt Kackvogel auf Iranisch? Und dann über diese Stimme, das ist die Google Translator Stimme, ne? Das iranische Paket wurde noch nicht heruntergeladen. Ja, genau die. Ja, sehr gut. Also, das werden jetzt die Zuschauer entscheiden. Mhm. Das bedeutet, wir gehen einmal durch und dann wird er dich sowieso die ganze Zeit zwingen, das zu machen. So,
Siri, wie ist heute das Wetter? Wo genau? Wiesbaden. Das Wetter ist warm, bis zu 31 Grad. Ey, das ist so krass. Hab einen schönen Tag. Sag das, Siri. Ja? Die ist noch so nett. Ja, die redet mit dir. Die ist echt sympathisch. Ja, die hat die so ihre eigene Eigenschaft, so ihren eigenen Charakter hat die auch. Alexa, spiel mal die deutschen Podcasts auf Spotify. Welche Podcasts meinst du? Die deutschen von Cheyenne Garcia und Nisa? Ja. Wird nicht abgespielt. Sehr gut, sehr gut. So. Du kannst auch das Navigationssystem nachmachen, ne? Okay. Ja, sag mal, in 400 Metern bitte rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen in die Schlesierstraße. Boah. Jetzt rechts abbiegen. Das ist original. Bitte wenden. Wenn du Missgeburt. Entschuldigung. Also das wäre ich als Navigationssystem. Ja, klar. Krass. Ich habe eine Türkin, die sind ja alle so aggressiv. So. Was ist aber, ich bin raus. Es gibt noch Bixby und Google Translate. Aber, was ich, denn Bixby? Also, aber hast du dir das antrainiert? Nein. Wie? Du hast gerade an mit so einem Computer. Nein. Ja? Tatsächlich habe ich mir, ich muss mir nur mal, also manches nur anhören. Genauso wie Google Translate. Google Translate hörst du richtig raus, dass es computergeneriert ist. Das heißt, keine Frau hat das eingesprochen. Das ist eben, das ist computergeneriert und ich finde, dass ich die eigentlich am besten nachmache. Okay, mach das mal. Ja gut, das Sag ist irgendwas. Am schwierigsten. Ich habe Mundwinkelgicht. Ich weiß nicht, was Mundwinkelgicht ist. Was? Das ist, wenn man hier so Gicht am Mundwinkel hat. Okay. Kannst du mich bitte etwas anderes fragen, Lisa? Ja, okay, das hört sich sehr original an. Ja. Ey, das ist, ich find, aber vielleicht bist du es ja und du willst es nur nicht zugeben. Genau. Weil du so eine Bescheidene bist. Nee, weil du so eine Klausel unterschrieben hast, die so 80 Millionen Dollar Strafe beinhaltet. Genau. Vielleicht bist du es und du willst es echt nicht erzählen. Ja. Bist du es? Podcast guckt sowieso keiner. Ja, kannst du ruhig sagen. Das sind ein paar Klicks. Du müsstest so älter sein, du bist ja jung. Nee. Doch. Darf man dein Alter verraten? Nein? Ich weiß ja, wie alt sie ist. Weißt du? Ja. Nee, das weißt du nicht. Doch, hast du mir gesagt. Echt? Ja. Okay, dann dürfen sie es nicht sagen. Man darf ja eine Frau nicht fragen. Ja, ich bin 28. Ja, dann kann sie nicht diese Stimme sein. Die ist ja. Warum? Dann müsste sie das ja mit. Seit wann gibt's die? Siri gibt's gar nicht so lange. Sieben Jahre? Gar nicht. Fünf Jahre? Acht Jahre? Welchem Modell wurde denn Siri geboren? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, da war ich noch sehr jung, keine Ahnung. Redest du manchmal so, wenn du ein Brötchen kaufen gehst? Nein. Warum nicht? Ich würde so eine ganze Zeit so reden, einfach um die Leute zu irritieren. Du würdest ja überall das machen, ne? Ja, klar. Einfach um alle zu irritieren. So, ich rede gar nicht mehr so, wie ich rede. Beim Ticketverkauf, so, ja. Du kaufst ein Bahnticket. Ja, sage ich so, ich kann das ja nicht. Nein, was ich ganz oft mache, ist tatsächlich, das ist auch ein bisschen asozial, wenn ich Anrufe kriege, auf die ich gar keinen Bock habe, einfach Mailbox nachmachen. Warte, warum bitte das? Okay, das ist stylisch. Das ist super stylisch. Okay, jemand ruft dich an, der abgefuckt. Also der fuckt dich ab. Was sagst du dann? Also, ich sag dann, hallo, hier ist die Mailbox von 017 und dann legen sie schon auf. Keiner hört sich die Mailbox an. Ey, das ist geil. Ey, das ja, aber ist jetzt gut. Wissen alle, dass du es machst. Was mache ich? Das. Die Leute, die dich. Ja, okay, aber die müssen ja sagen zweimal Esra, dann hören die aber diese Mailbox ja weiter. Also tatsächlich ist meine Mailbox voll mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Bist du es jetzt? Sag es. Hallo. Bist du es? Sehr gut. Ey, das ist geil. Okay, und dann. Es gibt eine professionelle Ausbildung für sowas. Das Ding ist, dass ich die Ausbildung gemacht habe, als ich 24 war und jetzt im Nachhinein sehr Schlechtes über diese Schule höre, deswegen das nicht werben möchte. Also die Schule möchte ich jetzt nicht werben. Nee, wir müssen ja nicht den Namen sagen, aber nur rein über die Ausbildung. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen wollen, ja. Weil wir sind ja Stars. Mhm. Also Cheyenne. Nein, Nisa ist ein größerer Star als ich. Mhm. Der ist schon tausendmal im Fernsehen gewesen. Na und? So. Wieder so Lanz im Fernsehen. So. Kannst deine Schwester abstechen, dann kommst du auch ins Fernsehen. So, ja. Richtig, richtig. Geil. Und stimmt. Und wir sind ja sehr bekannt dafür, dass wir Projekte ganz krass hochziehen und sehr etabliert in der Szene sind und sehr oft auch Folgen regelmäßig hochladen.
Und wenn wir da hinkommen, wird es ja irgendwann in Step 2 gehen. Der wird ja so ein riesen Comedian-Star, der so Stadien füllt. Und dann kommen irgendwann so Animationsfilme, wo wir sprechen darüber, wie genau. Die größten Stars. Ja, wir kriegen so Rollen. Ja, so, genau. Ja, jetzt, stimmt. Jetzt mach mal so ein kurzes Tutorial, dass wir das lernen. Was müssen wir erstmal machen? Erstmal muss ich wahrscheinlich meine Wampe wegkriegen, weil ich so fett bin. Wegen der Atmung. Nein. Ich kriege keine Luft, wenn ich die Treppe hochlaufe. Als ob es keine fetten Synchronsprecher gibt. Gibt es tatsächlich, das, ja, natürlich. Der Korpus ist größer und hat mehr Platz. Der Korpus, jetzt schreiben voll viele, bei Nisa und Schein im Podcast gab es wieder Fettshaming. Ja, 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 okay. Ist es Fettshaming, wenn man zu jemandem sagt, du bist fett, wenn er fett ist? Nein, das ist direkt und ehrlich. Ja, aber heute ist es ja Fettshaming. Es kommt drauf an. Es gibt an. Ja auch Slutshaming. Also. Du siehst eine Prostituierte, du sagst, ey, die geht auf den Strich. Ey, das ist voll das Slutshaming. Ich finde, man sollte nicht respektlos sein. Ich komme mir auch nicht zu dir und sage, deine Haare sind hässlich. Ja, aber das ist ja ihre Arbeit. Von wem? Nein. Wenn die Prostituierte auf den Strich geht, das ist ja ihre Arbeit. Du bist ja nicht respektlos. Ja, das ist ja genauso, wie wenn du einen Bäcker siehst und sagst, ey, das ist voll der Bäcker. Ist ja okay. Genau. Ja. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt zu einem korpulenten Menschen gehen und sagen, guck mal, du bist fett. Das wäre asozial. Ja, das du könntest asozial. Sagen, ah, okay. Du könntest sagen, du bist übergewichtig. Du könntest zum Beispiel sagen, ich habe Angst um dich und ich möchte, ist ja, dass du ein bisschen gesünder lebst. Nimm mal ab, du Fettsack. Ja, genau das. Ist das. Okay. Es gibt ja für alles Shaming, das ja. Shaming. Ja, das jeder Idiot hat sich da was erfunden. Ja, damit wurde ich jetzt erst letztens konfrontiert auf TikTok und deswegen habe ich ein paar Videos gelöscht tatsächlich. Wegen was denn? Das möchte ich jetzt gerade nicht erwähnen. Okay. Du bist ganz anders als ich. Ey, bist weil du ich Freddie Mercury oder was? Ja, ja. Die ganze Zeit so. Ich mache ja extra, wenn mich jemand auf etwas aufmerksam macht, nochmal die doppelte Anzahl. Aber es ging um Videos. Religion. Es ja, ging also. Um Religion und da bin ich ein bisschen, ja. Nee, der ist ja ganz extrem. Jemand, in allem aber, was ich mache. Da sagt jemand, ey, hör mal zu, ich fand das Video nicht in Ordnung von dir, Nisa. Da macht er nochmal 6 Videos, die genauso sind. Also der übertreibt direkt. Okay, woran liegt das? Napoleon-Komplex. Okay. Bedeutet für die Leute? Es bedeutet, dass du immer das Gefühl hast, Bestätigung zu bekommen. Ja, oder dass du das Gefühl hast, du musst dich immer beweisen, weil du dich, weil du denkst, dass du schwach wirkst, weil du klein bist, weil du wenig wiegst, weil du sehr behaart bist oder unfassbar viele Zähne besitzt. Und das, ich sehe 32. Ja, yo. Und ja, deswegen, das ist wie wenn du die Tierwelt anguckst, ein Elefant, der dich töten kann mit einem Schritt, der ist immer ganz entspannt. Läuft so, alles easy. Wer macht Welle? Katze, so groß. Faucht und macht voll die Action. Da gibt es einen Kick, der hat einen Genickbruch. Oh Mann, Katzen sind süß. Hast du eine Katze? Ich hatte sehr viele. Wieso hatte? Bist du die Katzenfrau von Simpsons? Ja. Nein, die sind alle überfahren worden. Ah, jeder Einzelne. Würde ich sagen, dass du keine gute Katzenmutter bist. Immer so echt schlechte Katzenmutter. Also, ich hatte 2 Katzengeschwister, das geht schnell, das erzähle ich kurz. Die eine wurde überfahren und genau ein Jahr darauf, auf denselben Tag, ist ihr Bruder an einem geplatzten Herz gestorben. Das war krass. Broken Heart Syndrom. Ja, und das war ein Jahr genau auf den gleichen Tag ist der Bruder von ihr gestorben und deswegen, ja. Ich habe letztens gehört, dass es teilweise Katzen noch Inzest betreiben, stimmt das? Wie so Redneck. Viele. Aber ganz kurz. Wie so Rednecks, so in Boston. Also. Guck jetzt. So, die weißt du? Auch Inzest. Ich sag dir, Boston warum. Boston gibt's keine Rednecks, aber egal. Egal, Alter. Boston Moor, kennst du die? Nein. In Boston leben viele Iren. Ja. Also irische Amerikaner. Okay. Okay, was wolltest du sagen? Ich wollte dir sagen, dass Katzen einer der sympathischsten Tiere sind. Und das wir stimmt auch, nicht. Ja, wir sagen ja nicht nur, weil Leute Inzest betreiben, dass okay. Die unsympathisch sind. Ja, aber zu, wir leben im Jahr 2021. Ich sag jetzt warum. Okay? Wir haben jetzt 2 Hunde. Die kommen, schlecken dich ab, bla bla bla, lieb mich, gib mir Leckerlis, bla bla bla. Katzen, die ziehen ihr Ding durch. Die machen, was sie wollen, die kommen, kratzen dich, aber du liebst sie trotzdem für das, was sie sind. Die sind auch hinterhältig. Ja, aber geil. Kann man eigentlich pauschal sagen, dass jemand, der Inzest betreibt, unsympathisch ist? Nein, ne? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Inzest betreibt. Also an alle Inzestpaare da draußen in Deutschland. Meldet euch bei uns. Ich glaube im Saarland. Wie? Was im Saarland? Da kommt doch Fleck her. Ich habe gehört, Saarländer. Da gibt es
Da gibt's also Sachen, da betreiben Inzest. Ja, das willst du gerade hier sagen. Also ich feiere natürlich sowas, wenn du Leute über den Kamm scherst. Aber ich weiß nicht, ob das Publikum. Also, sorry, ich muss kennst du nicht Just Saarland Problems? Nein. Nein. Okay. Also ich will gerne nochmal also eine Ansage machen. Also nee, warte kurz, bevor ich zum Inzest. Ich will aber die einladen. Ja, die also ernsthaft. Inzestiöse. Ja, guck mal. An alle Inzestpaare da draußen. Wenn ihr wirklich mal darüber reden wollt, also ernsthaft, ohne jetzt Spaß, Lachen, könnt ihr gerne herkommen. Was? Darf ich auch was dazu sagen? Ja, ich will die doch erstmal locken. Oder ist wie mit Ezra, dass du einfach jemanden holst. Und das aber ich will die doch erstmal locken, bis sie hier sind. Ja, und dann? Dann reden wir offen. Und über Inzest. Aber ich habe eine Frage, was zählt als Inzest? Zählen Cousin und Cousine? Weil dann ist jeder. Nee, dann haben wir jetzt sehr viele Feinde. Ja. Eben. Inzest ist? Geschwister. Geschwister. Eltern. Onkel, Tante. Kinder. Brüder. Aber warum Onkel, Tante, wenn Cousine und Cousin dann in Ordnung ist, oder was? Ah, das Ding ist, viele, die ich kenne, waren oder sind verwandt miteinander. Cousins und Cousine. Ja, ist ja gang und gäbe. Ja. Da, wo du herkommst. Okay, warte mal. Ja, wo die Eltern haben meine Eltern denselben Nachnamen. Ey, das ist so ekelhaft stylisch. Ich will ein anderes Thema, Mann. Nein, warum? Wir sind ein Podcast, der frontal sich mit den wichtigen Fragen beschäftigt. Wir weichen nicht aus. Okay, betreiben Katzen Inzest? Bestimmt. Bestimmt, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, du musst sie trennen. Es gibt auch Prostitution in der Tierwelt. Nein, doch. Pinguine. Nee, irgendwie. Echt? Niemals. Also ich weiß von der Affenart. Ja, irgendwie, die bringen irgendwas und dann geben sie sich. Es gibt so eine Affenfamilie, die hören, dass zum Beispiel andere Affen angreifen wollen. Dann geht die Frau heimlich zu denen, macht Ding, Techtelmechtel mit den Fremden, dass sie die Gruppe nicht angreifen. Dann gehen die wieder. Das halte ich für. Ist es jetzt ehrenvoll oder nicht? Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt. Doch, die stimmt. Original, wirklich. Wo hast du die denn her, die Geschichte? Ich habe die in einer Doku gesehen. Das ist immer die Quelle. Ja, Doku. Also, jemand will eine Affenfamilie angreifen. Ja. Und dann sagt die Frau der Affenfamilie: Ey, meine Männer können sich nicht verteidigen. Ich opfer mich. Ich opfer mich, indem ich gewisse Dienste anbiete. Ja. Und der andere Affe nimmt das an? Ja, klar. Und dann ist alles okay. Dann ist das wirklich. Ist sogar versteuert. So. Aber wirklich, das gibt's. Okay, krass. Glaubst du das nicht, ne? Krass. Ich weiß es nicht. Ich glaub's, weil es gibt echt viel Zeug in der Tierwelt. Klar. Da gibt's Prostitution da wird so Ware gegeben und so. Dafür. Ja, genau. Doch, wirklich, ich hab das auch schon gesehen. Siehst du? Ernsthaft, wirklich. Die hält doch nur zu dir. Nein, ich schwör bei dir. Du guckst doch nur diese Tierdokus, die man so mit Familie guckt. Mit der Claire. FSK 6 Tierdokus. Schein guckt. Grüne Tierdokus. Und ich gucke ja so auf YouTube dann so anderes ran. Ja. Das heißt, der sucht danach. Ja. Prostitution in der Tierwelt. Das gibt da. Ich will nicht wissen, deine Suchmaschine, was du da alles eingibst. Willst du echt nicht wissen. In der nächsten Dokumentation, Inzest. Ja. Zwischenhaufen. So, ich will das aber lernen. Inzest. Also ich will eigentlich... ich meine so zu sprechen. Mir reicht das schon, dass ich deutlich spreche. Weil ich habe ja so einen hessischen Akzent. Sicher, weißt du, was ich meine? Was ist los hier? Ja, wir können auch badisch reden, so ist es nicht. Ja, ich feiere das. Ich finde Schwäbisch sehr hässlich. Nein. Das ist kein Schwäbisch. Das ist Badisch. Das ist Badisch. Warum? Was ist der Unterschied? Mir sage ein wenig. Was? Was? Hast du verstanden? Ein wenig. Ein wenig. Okay, das ist alemannisch, da wo ich herkomme. Ich komme ja aus dem Schwarzwald. Okay. Leben viele Schwarze im Schwarzwald? Ja, weil wir haben echt viele Flüchtlinge und... Die ist einfach wie du. Ja, wir haben Design-Frauen-Version hier. Ja. So. Sie leben auf jeden Fall mit viel Grün. Ja. Gibt es einen Weißwald? Nee. Finde ich rassistisch. Finde ich auch. Gibt es einen Gelbwald für Leute wie Tutti und so? Nee. Es gibt keinen asiatischen Wald. Anstatt Äste hängen so Stäbchen. So doch, das ist doch. So ich glaube, in Bad Säckingen gibt es einen. Bad Säckingen?
Japanischen Garten, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so sicher. Ja, da gibt es ja überall so japanische, chinesische Garten und so. Und dann gehst du 2 Meter raus, siehst einfach Offenbach. So. Auf meinen, die Stadt, wo ich wohne. Ja, also wohnst du nicht mehr im Schwarzwald? Ich wohne dort, doch. Ich bin dort geboren, aufgewachsen. Im Wald drin? Zwischen den Bäumen? Tatsächlich haben wir wirklich viel. Was macht den Schwarzwald so aus? Landschaft. Natur, Grün, Bier. Viel Afrikaner. Ich finde Schwarzwald sehr schön. Du warst doch noch nicht da. Doch. Wo denn? Am Schwarzwald. Schwarzwald ist doch Richtung Villingen-Schwenningen, oder? Da bin ich geboren, zum Beispiel. Siehst du? Genau. Da bin ich sogar aufgetreten. Ja, siehst du, warst du auch schon in der Nähe vom Schwarzwald. Ja, aber wie groß ist dieses Schwarzwald? Oder das Beste am Schwarzwald ist Schwarzwaldklinik. Also, ja, genau. Kennst du die Serie? Ja. Hast du sie geguckt? Nee. Wie kann das sein, als jemand aus dem Schwarzwald? Weiß ich nicht, weil mich das nie interessiert hat. Ich habe genug Schwarzwald gesehen. Aber kennst du jede Ecke im Schwarzwald? Nein. Okay. Aber ist wirklich sehr schön. Genau. Habt ihr einen Dönerladen im Schwarzwald? Mehrere. Auf jeden Fall in jedem Dorf. 3. Ja, Eisdielen, Taco, Friseure, Deichmann, das war's, da hört's auf. So, was machst du denn außer Synchron und Stimmen sprechen oder für, du machst auch Bücher, ne? Also so wie heißt das? Werbung? Hörbücher, Werbeeinsprechungen und so, ne? Genau. Mhm. Habe ich mal was gesehen. Welche, gibt es bekannte Bücher, die man kennt, die du eingesprochen hast? Nein, leider noch nicht, aber das wird der Fall werden. So. Dafür sorgen wir. Was machst du außerhalb? Beauftragt diese junge Dame. Sie ist zwar eine Türkin, aber sie ist korrekt. Dankeschön. Das ist eine gute, gutes Bewerbungsvideo. Was machst du noch? Was sind deine Hobbys? Ich fotografiere nebenher, mache das auch so ein bisschen hobbymäßig. Ansonsten nichts. Ich laufe viel im Schwarzwald. Das ist doch kein Hobby. Doch, Joggen. Laufen ist doch. Oder spazieren. Schnelles Gehen. Schnelles Gehen, okay. Okay, für Joggen. Das zählt für dich, schnelles Gehen? Ich hab doch, was zählt? Soll ich sagen, nein, du gehst nicht schnell? Ja, nee, aber du sagst so, ja, okay. Ja. Aber schnelles Gehen ist sehr gesund. Schnelles Gehen? Ja. Ja. Also nicht, entweder läufst du normal oder schnellst gehen. Du. Ich würde gerne joggen, aber ich darf nicht, deswegen laufe ich schneller. Ah. Also ich gehe schneller. Ist Geschwindigkeitsbegrenzung im Schwarzwald? Ja. Okay. Fußgänger, 4 km/h. Was machst du beruflich? Ich bin Erzieherin. Erzieherin? Genau. Okay. Wie alt sind die Kinder in diesem Milieu? zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Aber der 3 Monate ist, was macht der da? Wie chillt der? So ein Baby. Schlafen, essen. So ein Baby? Ja. Ich arbeite auch im Krippenbereich seit 10 Jahren. Okay, wie ist das so, mit Kindern zu arbeiten? So wie bei uns im Podcast zu sein. Also ich sehe gerade keinen Unterschied. Ja. dafür reicht nicht nur ein Wort. Man muss es erlebt haben. Ist es so, dass du Sachen siehst, die du noch nie gesehen hast? Ist es so, dass du Kinder ermorden willst? Ach so, kann man ja gar nicht sagen. Sorry. Mann, ich wollte antworten. Egal. Gehst du, wenn du kurz rausgehst, kommst du rein und plötzlich hat so ein Junge so einen Stift im Mund und beißt den ab und so. Ja, ja, das hatte ich gerade vorgestern. Habe ich blaue Farbe aus dem Mund rausgeholt, aber das macht nichts, das ist alles wasserlöslich. Ja. Oder dass jemand so einen Fuchs an der Nase leckt. Ist dir das schon passiert? Ein Fuchs an der Nase leckt? Warte mal, was? Das kann man sich nicht erfinden. Das warst bestimmt du als Kind und du wolltest wissen, ob das normal ist. Jetzt hast du 20 Jahre später die Chance, das zu fragen. 100% war der das selber. Sei echt kurz zu denken. Mal ganz kurz, was für ein Fuchs? Wie kommt man überhaupt dazu, einen Fuchs in der Nase? Ich stelle dir vor, ein Fuchs steht so vor den Kindern. Aber der macht nichts, der guckt. Dann geht ein Kind und leckt dem Fuchs so an der Nase. So. Lebendig. Ja klar, lebendig. Ist doch süß. Aber wie kam ein Fuchs so weit, so nah? Nein, wie kamst du dahin? Ihr wart der Fuchs, im Zoo. Der ist ja ein Fuchs, nein. Wildgehege. Nein, wieso ich? Wieso denkst du, dass ich das war? Ja, das hat sich sehr so nach das Wer war angehört. Das? Ich weiß, ich stelle Fragen. Achso, du stellst es vor. Ich bin ein Fragensteller. Also, es sind sehr viele eklige Sachen passiert. Hat jemand schon mal ein Eichhörnchen gegessen? Nee. Eine aber Schnecke? Schnecken, Sand, Würmer, Kacke. Persische Küche. Kacke. Ich lach nur. Das ist geil. Distanziere mich davon.
Warum sagt das jeder Gast? Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ja, das so, so ein Standard. Ja, das ist Stani, Alter. Stani, Alter. Stani, Alter. Bleibt doch gar nichts anderes übrig. Hast du schon mal ein Kind gegessen? Nein. Hat jemand schon mal ein Baby eingeliefert, das drei Augen hat? Was sind das für Fragen? Ja, vielleicht widerlegt die Frau Schwarzwald. Also, da wir am Atomkraftwerk arbeiten, in der Nähe, also wirklich Luftlinie. Stell dir vor, 2 Kilometer. Stell dir vor, ein Baby hat einfach 3 Augen. Aber das dritte Auge ist nicht stylisch hier wie mit einem Zyklop, sondern sie hat einfach. Das heißt, das kann ich angucken, selbst wenn es so. Das ist überhaupt nicht lustig. So. Okay. Bekomme ich noch andere Fragen? Hast du Baby ohne Zähne? Ja, natürlich. Wie bist du auf die Welt gekommen? Mit Zähnen, 100%. 100%, das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm sogar. Ich habe ohne Witz gestern ein Bild gesehen von einem Schädel von einem kleinen Kind. Die Zähne, die nachwachsen, die sind ja noch drin, die sind drin, tatsächlich im Schädel drin. Und bei dir war wahrscheinlich alles draußen. Ja, genau. Ja. Yeah. Alle 64. Geil. Milchzähne ist ein Fremdwort bei irgendeiner. Warum heißt. Hattest du keine Milchzahnbox? Nein. Ja, du hast ja keine gehabt. Warte mal, was ist das? Eine Milchzahnbox. Wenn deine Milchzähne ausfallen. I'm a living in the box. I'm a living in the Milchzahnbox. Wie? Was ist eine Box, Alter? Ich verstehe das nicht. Mir ist es so warm. Sicher. Deswegen ist es auch halb nackt. Wie schwitzt die hier so durch, weil ich so fett bin? Und der kann so ein Deck nochmal ziehen. Ich verstehe, du bist Bauch nicht fett, du hast andere Qualitäten. So, ja, ja. Ja. Sieht aus wie so, wie heißt der von Herkules? So, was ist eine Milchzahnbox? Habe ich noch nie gehört. Das ist, wenn das Kind einen Zahn verliert, dann machst du es in die Box. Und wenn du die Box aufmachst, kommt I'm living in the box. I'm living in the Milchzahnbox. Also du kannst halt einfach die Zähne sammeln. Würdest du einen Milchzahn von einem anderen Kind essen? Warum? Weil du cool drauf bist. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich hatte so eine Box nie. Bruder, dein Vater ist aus dem Iran. Ich hatte es auch nie, aber. Dann haben wir mit Faden immer so die Zähne gezogen. Ja. Ja, das ist nett. Meine Art so mit Hand. Nett. Ich habe selber gemacht. Was machst du? Ist gut, Alter. Okay, habt ihr noch krass, nie euren Zahn unter euren Kissen versteckt? Nein. Für was? Für was? Zahnfee? Was für Zahnfee? Ich war 8 Jahre, mein Vater sagt, da kommt kein Zahnfee. Das ist alles Scheißgelaber im Kindergarten. Ja. Okay. Außerdem gibt es diesen Horrorfilm Zahnfee. Kenn ich nicht. Der ist ja nochmal doch. Dieser war anders. Es gibt auch einen Film mit The Rock, ne, wo der Zahnfee ist. Ja. Gott. Ja, sowas guckst du, ne? Ne, den hab ich. Ne. Also, ich habe keinen Zahn von einem Kind gegessen. Hast du mal ein Kind bei euch, das nur ein Knie hat? Wie gemacht hier? Ich überlege gerade, nee, wir hatten eins mit Down-Syndrom, aber es hatte noch beide Knie. Okay. Ja, das war ein inklusiver Kindergarten. Okay. Guck mal, wenn ein Kind nur ein Knie hat. Ne? Cheyenne, hast du noch Fragen? Warum bin ich hier? Ja. So. Fragst du dich auch, ne? Nein. Du hast nur ein Knie. Was ist das für ein Minusleben? Wie ist das Kind Iron? Oh, Scheiße. Der fliegt über die Köpfe hinweg. Okay. Oh. Hast du mein Kind gehabt, das die Schuhe als Handschuhe anzieht? Ja, natürlich. Ganz oft. Und dann so, okay. Ja. Wie ist das so? Diese Frage. Man kann nichts lachen. Sachliches. Hast du mein Kind gesehen, das ein Knie hat? Ein was? Ein Knie. So. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das Schienbein dann so hält. Ohne Knie. Das ist lustig. Da ist kein Knie. Das ist wie diese Gummifigur. Ja. Kann einfach sein Bein. Also ein Kind, was plötzlich eine andere Sprache spricht oder so? Plötzlich nicht, aber so von
einem auf den anderen Tag. Natürlich, wenn Kinder bilingual aufwachsen. Bilingual heißt zweisprachig. Warum sagst du das nicht? Weil bilingual. Warum? Bilingual finde ich gut. Aber das ist doch jetzt. Ich dachte, du hast es, wenn so jemand so englische Wörter benutzt. Das ist kein englisches Wort. Nicht? Nein. Bilingual ist kein englisches Wort. Was denn? Es ist ein Oberbegriff. Es ist aber, kommt wahrscheinlich vom Latein. Wahrscheinlich. Okay. Aber ich weiß es nicht, bevor jetzt einer hier ausrastet. Ja. Sprichst du Türkisch? Ja. Perfekt? Nein. Warum nicht? Warum sagen das aber sehr viele Türken? Türken in Deutschland sagen immer, ich sag, sprichst du Türkisch? Wie sprichst du? Mein Türkisch ist grottenschlecht. Aber nein, ich mein Türkisch ist gut. Aber ihr spricht alle miteinander normal Türkisch. Nein, wir machen auch viele deutsche Wörter rein. Aber ich sag auch nicht, dass mein Deutsch perfekt ist. Zum Beispiel. Deswegen, mein Türkisch ist in Ordnung. Ich kann mich unterhalten, verständigen. Hast du ein Kind in der Monobraue? Ja. Das kommt wahrscheinlich daher, wo wir alle herkommen, ne? Ja. Das gibt's nicht, ne? Ich war, das habe ich schon mal im Podcast erzählt. Ich habe mal für ein Möbelhaus gearbeitet und ich musste mal einspringen in so eine, in diese, da wo man die Kinder abgibt. Kennst du das? Ja, ja. Also, der kleine Cheyenne möchte bitte abgeholt werden. Ey, so? Ich war 2 Stunden da, das war für mich unbegreiflich. Das ist anstrengend. Weil die haben diskutiert. Die Kinder? Ja. Achso, deswegen arbeite ich auch im Krippenbereich, die können noch nicht reden. Die haben diskutiert. Ich wollte einen Elefanten malen, die ist ausgerastet, die Frau. Das Kind meinst du? Ja, ja. Achso. Ja. Gerade wenn sie in der Trotzphase oder in der Autonomiephase sind. Trotzphase, was bedeutet das? Das ist alles ist nein und alles ist aber und alles ist doch. Ich will, ich will, ich will. Das ist die Trotzphase. Trotzphase? Kommen Kinder so ab 2 Jahren rein. Manche auch 1,5 und meistens so. Warum hast du dich für den Beruf entschieden? Wolltest du nicht vorher was anderes werden? Ich. Hast du mein Baby überfahren? Nein. Okay. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil ich kein Mathe konnte. Nein, weil ich es besser machen wollte als meine Erzieherin damals. Echt? Denkst du, hast es geschafft? Ja, habe ich auf jeden Fall. Sie hat sehr viel bei mir echt verkackt. Und mein Traumberuf war das natürlich nicht. Was ist dein Traumberuf gewesen? Ich wollte eigentlich Innenarchitektur studieren, Richtung, aber so Kindergarten und genau in dem Bereich. Das wäre so mein Traum gewesen. Oder die Detektivin, aber das war dann. Isst du bei Nicknacks immer alles oder nur das Außen? Erst außen und dann innen. Weil diese zwei Komponenten. Du hast heute sehr sachliche Fragen am Start. Wieso? Ich mein's ernst. Ich bin stolz auf dich. Wir können echt als Journalisten arbeiten. Das ist echt krass. Also Maschallah, wie ihr sagen würdet. Ja, wir sind richtige Journalisten. Wie, das heißt, du isst vom Nicknack das Außen und dann das in nicht in einem so? Nein, das ist ja langweilig. Okay, das hat mich natürlich jetzt angesteckt, weil wir sind ja krasse Journalisten. Ja. Mhm. Eher keine Arme oder eher keine Beine? Also, wenn ich mir aussuchen könnte, keine Arme oder keine Beine. Keine Beine, weil ich brauche meine Hände. Ja. Zum Fühlen. Und ohne Beine könnte ich vielleicht noch als Erzieherin arbeiten. Wie geht man, wenn man keine Knie hat? Wenn man keine Knie hat, wie man geht? Ja. Das ist doch keine Basis, wie wir ja, da kannst, weil wenn du keine Knie hast, kannst du dein Bein auch so nach vorne umknicken, richtig? Ja. Oder ist das so versteift dann? Ich glaube, du kannst dir so Rollen dran machen an deinen Oberschenkel und dich so nach vorne bewegen. They see me rolling. Dating. Hey, kein Millionär, Junge, der sah auch aus. Okay, du bekommst jetzt, würdest du eine geistig Behinderte spielen, wenn du sie ihre Stimme geben würdest? Lisa, könntest du das? Ich bin ja hier schon die ganze Zeit im Fahrt. Das ist eigentlich, konnte sie viel abschauen davon. Nein, ich meine, sie lebt gerade leise. Nein, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Könntest du dich in diese Rolle rein, also so eine Psycho, eine Geistige. Meinst du jetzt synchronisieren? Ja. Ja, klar. Ja, natürlich. Denkst du, du sprichst besser, seit du diese Ausbildung hast? Ja. Du hast so eine angenehme du sprichst wie eine Sprecherin. Damit können die Leute nichts anfangen, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Aber okay. Ich meine, kannst du dich in die Rollen versetzen? Weil wir hatten ja den Charles Rettinghaus, der hat ja Jean-Claude Van Damme gesprochen. Und Jamie Foxx. Jamie Foxx, Deacon von King of Queens. Mhm. Da war ja bei uns im Podcast. Und du musst ja
auch Schauspielern können, weil du musst dir die Emotionen in den Stimmen wiedergeben. Der das hatten wir ja auch, Schauspielunterricht. Ja, der hat ja gesagt, wir alle brauchen eine schauspielerische Ausbildung als Synchronsprecher. Es gibt natürlich Quereinsteiger, die gibt es ja überall. Ja. Es gibt ja auch Leute, damals ein Superstar wie Prince, konnte 27 Instrumente spielen, singen, tanzen, Drehbuch schreiben, alles. Heute kommt ein Cheyenne, wird auch ein Superstar. Mhm. Ja, grätsch einfach rein. Ja, das ist hart, ne? Möglich. Ja, ich hatte jetzt nicht so viel Schauspielunterricht, aber ich glaube, dass ich so ein Talent dafür habe. Was wäre deine Lieblingsrolle? Weil du wirst ja irgendwann in so eine Rolle reingesteckt. Mhm. Zum Beispiel Charles Reddinghaus spricht ja eigentlich nur so aus jetzt Deacon. Jamie Foxx ist er. Das ist die genau. Und Van Damme, das sind seine zwei größten. Aber ich mein, da ist ja der Standardsprecher. Also zum Beispiel der Will Smith-Sprecher oder Denzel Washington hat ja nur so Filme gesprochen auch, ne? Ja, genau, ja, nur die. Okay. Ja, wenn du irgendwann so groß bist, kannst du nicht überall sprechen, weil die Leute assoziieren das ja mit der Stimme. Also ich habe natürlich einen Traum und ich habe nicht so eine niedliche Stimme, nicht so eine piepsige Stimme. Moment. Und ich könnte mich so mit einer Detektivin oder so identifizieren, weil sie sehr autoritär klingen und ich glaube, das kann ich mit meiner Stimme auch rüberbringen. Wer wäre deine Lieblingsschauspielerin, die du spielen würdest? Boah, ich weiß sofort, wer ich wäre. Echt? Ja. Van Damme? Ja, das wird nicht passen, ne? Nee, das ist unstylisch. Ich muss jemanden wie Eddie Murphy sprechen. Ich habe noch niemanden, ehrlich gesagt, auch. Echt? Mhm. Würdest du Cheyenne, stell dir vor, Cheyenne dreht einen Hollywood, der ist ja ein Superstar. Mhm. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis er in Hollywood ist. Mhm. So, dann dreht er dann einen Film und der muss hier synchronisiert werden. Würdest du ihn synchronisieren? Wir leben im Jahr 2021, also ich denke, er könnte auch mit einer femininen Stimme ja, klar. synchronisiert werden, warum nicht? Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen tiefer reden. Ja, das ist geil, wenn du so richtig schön sprichst. Okay, ich sage dir jetzt einen Satz und du musst es so psychomäßig sagen. Nein, bitte nicht. Doch. Nein, oder so synchronsprechermäßig. Also ein Synchronsprecher, das ist auch so eine bestimmte Art zu sprechen. Ich weiß, was du meinst, Alter. Ja, genau, ja. Den, so wie keiner redet, das ist... Ja. Das ist aber. Hey! Ja, das ist aber diese deutsche Synchronisation, die ja übertreiben das auch so. Ja, aber dafür sind wir die Kings. Ja, das stimmt. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Zum Beispiel in Russland gibt es eine Person für alle. In der Türkei auch? Nein. Klar. Die sind mittlerweile viel besser geworden. Echt? Ja, ja. Ja, wirklich. Ich habe aber schon so, bin ich das ein oder mal in einem Hotel oder irgendwo liefen. Das weiß ich, das Lethal Weapon auf Türkisch. Ah, okay. Und das war dann. Ich suche jetzt was, ich muss euch was zeigen, könnt ihr weiterreden, ich will euch was zeigen. Mhm. Ja, Isra. Was isst du so gerne? Wir haben ja, wir kennen den ja beide. Ich muss euch was zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, warte mal, so, warte mal. So, ich zeige euch jetzt mal was. Okay. So. Bitte warten. Hier. Und übrigens, Cheyenne, ich bin nicht die einzige geile Sau auf diesem Planeten. Bevor ich erwähnt werde, sollte man eigentlich dich erwähnen. Du bist die allergeilste Sau. Und jetzt hör auf damit. Wer ist das? Abu? Ja. Wer ist das? Sehr gerne, lieber Cheyenne Garcia. Glückwunsch. Für deine Eins in den Trends und weiterhin viel Erfolg. Wisst ihr's? Wir hoffen natürlich, dass deine Videos in Zukunft nur noch viral gehen und immer auf der Eins sein werden. Inshallah. Inshallah. Wer ist das? Das ist Abu. Welcher? Ich habe den durch Esra kennengelernt. Oh, das ist so eine Szene, wo alle so reden. Ja, nee, im Clubhaus war der. Die treffen sich und reden alle so. Ich glaube, wir waren mal in so einer Clubhausgruppe, so eine öffentliche, und da kam Esra, hat den reingebracht, glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas, und dann hat er das nachgemacht. Und der spricht auch sehr krass. Mhm. Also Abo, schöne Grüße an dich, ne? Ja. Ich kenne einen aus Berlin. Den habe ich auch, glaube ich, irgendwo kennengelernt im Netz. Ich kenne den nur so übers Netz. Ist nicht Abo aus Berlin? Ich weiß es nicht. Was hat er für ein Profilbild auf Insta? Meinst du Aiden? Der den Stefan Raab spielt. Ja, ja, genau. Das ist er? Nein, das ist der ein anderer. Das ist ein anderer, der ist aber auch in der Szene. Ja, der ist gleich. Aiden heißt der? Ja. Schönen Grüße an Aiden. Ey, der macht diesen Raab-Dings original nach. Ja, ja, richtig. Hi. So, der macht das der macht's echt gut. Der macht das richtig gut, Mann. Kannst du was? Ja, ich kann Nisa gut nachsprechen. Oh, richtig krass. Ja, ey, was geht ab? Oh, yes. Oh, original. Mega. Ich würde gerne, also, ich finde Synchronsprechen richtig geil. Mhm. Ich finde diese Szene geil, ich finde die Leute geil. Ich habe sehr großen Respekt dafür davor. Und
Ja, ich würde es. Ich habe ja mit Charles geredet und der meinte auch, sobald der demnächst so eine kleine Rolle hat, sagt er, dann kommst du. Ich habe gesagt, ich will so ein Typ sein, der von Van Damme so einen Kick abbekommt. Okay, dann glaube ich, dann müssen wir uns jetzt vorbereiten. Müssten wir uns viel vorbereiten? Deine Stimme wird sich echt gut eignen. Findest du? Mhm. Ich wusste schon immer, dass du sympathisch bist. Ich habe direkt gesagt, cool. So, okay, ich will das jetzt lernen. In einem kurzen Tutorial. Was muss ich jetzt erstmal machen? Gerade also sitzen? Ich hab ja viel von euch jetzt auch so angehört, um mich darauf vorzubereiten, wo eure Schwächen sind. Ja. Du nuschelst ein bisschen, Cheyenne. Mhm. Ne? Ein bisschen. Also nicht nuscheln, aber es verwischt so. Ja, ich... Du denkst schneller, als du redest. Genau, genau. Das ist the problem. Du lachst zu viel. Ja, okay. Aber das kann ich unterbinden beim Sprechen. Ja, so, die erste Regel. Warum sitzen wir auf einmal alle so gerade? Ja, weil das wichtig ist. Weil wir das ernst. Wir nehmen das ernst. Okay. Atme mal. Geh mal zurück, ich muss deinen Bauch sehen. Atme mal tief ein. Okay, das ist eine Bauchatmung. Sehr gut bei dir. Lass mal. Lass mal stecken, Bruder. Lass mal stecken, Cousin. Okay, okay, also, warte, hier, guck. Ich kann ja so machen. Nein, falsch. Du sollst nach unten atmen. Genau, in den Bauch einatmen. Okay, und jetzt? Schämst du dich für deinen Bauch? Und? Ja, so ist richtig. Okay. Das ist das Erste. Richtiges Atmen. Okay, und jetzt? Dann, was ganz wichtig ist, einer der wichtigsten Regeln ist, alles, was auf IG endet, also das meiste, also eigentlich fast alles, wird mit ich ausgesprochen. Also lustig. Hä? Nicht lustig, sondern lustig. Lustig, König, 30, Honig. Echt? Mhm. Ist das richtiges Deutsch dann? Ja, das ist richtiges Deutsch. Also sagen wir das falsch. Ja, das ist die Hochsprache. Genau, das ist wichtig. Gerade wichtig. Bei mir kommen ab und zu auch natürlich mal so IGs raus, aber... Wichtig. Mhm, das ist wichtig. Tich. Das ist, genau. Und ist auch sehr wichtig. Nicht un, und. 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 Mhm. Und, genau. Solche Sachen nicht... Nicht... Nicht, sondern nicht. Nicht. Ist. Man verschluckt die Buchstaben. Ja, also wir sind alle so ein bisschen redfaul geworden. Nicht. Und beim Deutschen ist das so, wir haben halt viel Selbstlaute. Heißt? A, E, I, O, U. Vokale. Vokale. Ja. Und Vokals. Das Wichtige dabei ist, den Mund schön zu formen, wenn wir reden, dass der Laut auch schön rauskommt. Schön laut. Genau. Was, wenn man seine Stimme verstellt und so redet jetzt die ganze Zeit? Einfach, man ist wie ein Schlupf in eine andere Person. Hast du irgendwann... Nein, ich bin einfach diese Person die ganze Zeit. Kannst du auch sein. Ja, und dann rede ich einfach die ganze Zeit so. Was geht ab? Hallo, mein Name ist der Uwe und ich wollte euch... Uwe, was los? Ja, also ich bin der Uwe, ne, und ich war letzte Spelunke und dann habe ich mir gedacht, komm, hier rüber, ne, zum Scheiern und dieser Podcast, die zwei alten Jecken. Und dann... Okay. Sehr cool, sehr cool. Haben wir verstanden. Mhm. Was noch? Wie spricht man deutlich? Man darf nicht auch zu sehr rumslängen, ne? Warum sagt ihr, das heißt sch und nicht sch? Sagen wir sch. Ja. Okay, sag warte. Mal deutlich. Du zuerst, bevor, damit ich mich als Zweiter blamiere. Was? Nochmal, erzähl mal erstmal von dir. Deutlich. Deutlich. Genau. Lich. Deutlich. Weil je höher ich fahre, das habe ich auch auf der Autobahn gemerkt, desto schlimmer haben die gesprochen. Deutlich. Aber es ist nur mit dem SCH jetzt, auf das SCH. Aber das hört sich doch komisch an, deutlich. Ich bin so. Also ich. Keiner von uns sagt, ich bin so. Doch, aber ich. Viele. Doch, ich. Gehört? Ich. Aber ich sag auch ich. 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 Okay, genau. Aber da, noch eins, ganz wichtig. Ja. Gotti Schluss. Das heißt, wieder Vokale, alles, was damit anfängt. Zum Beispiel heißt es nicht aber, sondern aber. Man drückt den Buchstaben quasi raus. Aber. 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 Unfall. Unfall. Unfall, genau. Unfall. Unfall. Und ich sage Unfall. Igel. Igel. Siehst du? Ja, du bist gut. Klingt schon mal besser. Klingt schon mal besser. Ich weiß nicht, wie so ein Psycho. Igel. Igel. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind durch einen Bombenanschlag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Bitteschön. In der afghanischen Stadt Kabul sind durch einen Bombenanschlag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Warum bist du so glücklich dabei? Ich muss ja diese übertriebene... Aber der macht's gut, ne? Ja.
Ja, da ist auch ausbaufähig auf jeden Fall. Okay, und was, ich habe mal gesehen, irgendwas mit Zähnen. Nee, ich will Zähne? Aber dieses CH noch üben. CH? Da gibt es Sätze, die du sprechen kannst. Ich habe jetzt mein Buch leider nicht dabei. Aber das ist, aber kommt mir vor wie eine Schlange. So. China. China. Oh ja, bitte, das heißt auch China. Ne? Das hört sich an wie dieser Remix nicht von 112. China. 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 Nein! Yo, schlag mich. Yo, sind so aggressiv. Ja, da ist denn hier los? Mit dir los? Domestic Violence. Ja, ja, ich glaube, du Kopfmolester. Okay, sag China. Mal. China. Nein. China. 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 Das triggert mich. Okay. China. 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 Warte, sag's nochmal. China. 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 Könnt ihr es nicht oder macht ihr es extra? Nein, ich sag's doch so. Nein, ist falsch. China. Warte. Wie kriegt man das S weg? Ja, das ist brutal bei uns. Rheinländer, da kannst du sowieso vergessen. Hesse, was Rheinländer? Ja, hab ich mal. Was ist los? Erzähl mir mal, China, China, soll wegbleiben. Soll ich noch das Ding China. Lernen? Soll ich noch den Namen von denen lernen oder was? Okay, sag mal, Chemie. Chemie. Oh mein Gott. Boah, ich hasse Leute, die Chemie sagen. Ja, Chemie. Ja, ich hasse Leute, die Chemie sagen. Ja, okay, sag nochmal. Sag mal. Chemie. Chemie. Sehr gut. Ha! Warte. Boah, mein Ohr. Warte, Ezra, du musst bitte vom Kabel runter. Oh, sorry. So, okay, ja, okay. Warte. Chemie. Chemie? Richtig? Chemie. 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 Ich kann das nicht. Das S bleibt drin, du. Das S bleibt drin, du. Das S bleibt drin. Hallo, hier ist der Uwe und ich würde auch sagen, Chemie. Okay. Bin ich wieder auf deinem Kabel? Nein, ich höre mich. Hörst du dich nicht? Doch. Aber irgendwas hier so. Hier, so. Sag mal, wie machst du deine Zunge? Wie positionierst du deine Zunge? Wenn du das, Also, hier hinten? Ja. Das ist eklig, ich will nicht hingucken. Zeig ich's dir. Hoch. Noch ekelhafter dahin zu gucken, Alter. Die hat's doch wenigstens gleich gemacht. Ich sehe einfach nur Stitch, Alter. Der ist so einfach so macht. Ja, versuch mal eine fauchende Katze nachzumachen. Chemie. Wow, yes. Wow. Chemie. Nochmal. Chemie. Sehr gut. Chemie. Sehr gut. Das ist ja, warum du lispelst. Ja, das ist richtig schwer. Chemie. 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 Darf ich kurz meine Haare zupfen? Ja, ja, klar. Mir ist warm. Ich muss ganz kurz. Ey, siehst du, man hat nur Probleme, wenn man Frauen eigentlich. Ja, sag ich doch. Außerdem müssen wir noch anmerken, sie kam 2 Stunden zu spät. Ja. 2 Stunden, 5 Minuten. Okay, sehr gut. Also, Chemie. Chemie. Nein. Der Alchemist. Chemie. 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 Chemie, Chemie, yo, Chemie, yeah, Chemie, Chemie, yeah. Give me the mic so I can take my own way. Warte. Okay. Okay. So. Hast du's? Ja. Okay. Es geht weiter. Okay. Dann habe ich mal was gesehen. Irgendwas mit Daumen. Du musst deinen Daumen essen. Du musst deinen Daumen nicht essen. Das ist ein Quatsch. Aber du kannst einen Korken zwischen die Zähne nehmen. Ich glaube, du meinst das. Ja. Genau. Das ist sehr gut für die Artikulation. Weil? Okay. Weil. Haben wir einen Korken hier? Dann nimm halt einfach den Finger. Ja. Ein Text. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf. Aber wir brauchen einen längeren Text. Irgendwas. Sag mal, ihr seid doch so kreativ. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf mit Tinsa und Cheyenne und Esra ist heute zu Gast. Okay. Ihr habt das jetzt angehört. Ihr wisst jetzt, wie das klingt. Ja. Du nimmst jetzt den Daumen? Ich nehme sie auf jeden Fall jetzt nicht. Aber nimm deinen Daumen. Jetzt muss ich halt nachmachen. Sag alles nochmal, aber richtig, dass man es versteht. Okay. Hat man doch selber bei dir nicht. Ja, eben. Aber jetzt. Ach so. Okay. Du kennst den Text nicht mehr. Nein. Wir sind heute zu Gast
bei Nisa und Cheyenne im Podcast. Ist gut. Und Esra ist unsere Türkin. Türkin. Okay, und jetzt fing er raus und sagt das gleiche nochmal. Nisa und Cheyenne sind heute zu Gast beim Podcast und Esra ist unsere Türkin. Und, wie klang das? Sehr gut. Besser. Ja, besser, ne? Ja. Aber das muss man üben, ne? Mhm. Mach du mal. Ich habe den Text einfach komplett falsch gesagt, egal. Wir sind heute zu Gast bei Nisa und Cheyenne im Podcast und Esra ist unsere Türkin. Finger raus nochmal. Wir sind heute zu Gast bei Nisa und Cheyenne im Podcast und Esra ist unsere Türkin. Das hört sich echt anders an. Klang nice, ne? Boah, das hat, ja. Boah, ich bin stolz auf dich. Ja. Aber so hast du doch keinen Bock zu reden. Ja. Ihr habt. Ich hab doch schon AIDS. Okay, was gibt's noch? Jetzt sind wir ausgebildet? Noch nicht. Okay, was gibt's noch? Ja, was dazu gehört, ist Atemübungen. Ja, ich als Raucherin bin da raus. Hm. Ja, wie viel rauchst du? Also eine Schachtel reicht für 2 bis 3 Tage. Okay, warum hörst du nicht auf? Weil ja. Ich dumm bin. Okay. Wenigstens selbst Einsicht. Ja, sehr gut. Ich hab's vor, also ich hab's jetzt mir wieder vorgenommen. Kannst du bügeln? Ja. Kannst du Wäsche zusammenlegen? Ja, ich liebe es. Mit Was haltest du davon, dass... Kannst du staubsaugen? Ja, ist doch easy. Kannst Fenster putzen? Ja. Kannst kochen? Ja. Sehr gut. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Was haltest du davon? Was haltest du davon? Was hältst du? Was hältst du davon? Was sag ich da? Was hältst du davon? Ja. Dass es Leute gibt, ich will niemanden damit angreifen, dass sie sagen, Frauen gehören in die Küche. Ist doch in Ordnung. Wenn sie in der Küche sein möchten, natürlich. Wenn sie aber nicht in der Küche sein möchten, dann... Kann man sie dahin prügeln. Man kann es schmackhafter machen. Wer kocht bei euch zu Hause? Mein Vater. Also... Ja, weil er korrekt ist. Ich muss jetzt ganz kurz erwähnen, mein Vater, also ist es jetzt nicht mein biologischer Vater, aber ich mag es einfach nicht, Stiefvater zu sagen, aber mein Vater kocht für uns und bevor sie geheiratet haben, hat natürlich nur meine Mutter gekocht und ich bin ehrlich, wir wollen auch nicht mehr, dass unsere Mutter kocht. Das ist dein. Er ist gelernter Koch, also. Ja. Was kocht er so? Kocht er so? Gibt er sich so richtig Mühe? Die haben mir jetzt vorhin Bilder geschickt, was sie heute Abend machen. Die haben sich so irgendwelche Steaks aus dem Internet bestellt, so wo keine Ahnung was, wie viel kostet. Ein Steak so 7.000 Euro. So japanische so Kobe-Steaks. Irgendwie sowas, ja, ja. Genau, so. Haben sie bestellt. Ein Steak mit so einer Niere von einem Frosch aus den Niagarafällen. Keine Niere rein, aber so, also mit Fleisch. Bueno. Bueno, sprichst du Spanisch? Nein. Sprichst du Französisch? Je ne parle pas de français. Okay, sprichst du Portugiesisch? Nein. Kannst du Mandarin? Nein. Kantonesisch? Nein. Es ist nicht einfach zu fragen, was sie spricht und nicht. Was sprichst du nicht? Deutsch, Türkisch und Englisch. Und Englisch. Hallo, hier ist Nisa. Türkisch wird konfiguriert. Türkisch wird konfiguriert. Merhaba Nisa, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, Türkisch. Ja, what's up, Junge? Jawohl. Nisa in the building, Alter. Ja, immer. Sprich den Rotz hier nicht mehr in dem Podcast. Du stehst so die Krätze da. Krieg ich so einen Hals. Würdest du einen Mann heiraten, der nur einen Fuß hat? Ja, warum nicht? Aber der auf dem anderen Fuß ist ein Spielzeugauto so dran gemacht. Ja, würdest du? Der ist nicht so Intel-Ort. Der nur, geht und der kann auf dem anderen Fuß macht immer so. Ey, das ist aber geil. Überleg mal, der ist dann schneller zu Hause. Würdest du einen Mann heiraten mit einem Holzbein? Das splittert dann nachts. Nein, wenn du so im Bett liegst mit dem, kommt so ein Splitter in deinen Fuß. Die sind nicht, die sind fein, die sind ja gefeilt. Also die sind ja wie ein glatt geschliffen, ja. Okay. Würdest du einen Mann heiraten, der, ich bin ja nicht fertig, auf seinem linken Fuß, der Fuß ist ja nicht da, da ist ein Auto dran gemacht. Wer sagt, dass ich einen Mann heiraten will? Ja, ist ja nur so dahergesagt. Okay. Ja. So. Stimmt, das, diese Frage darf man gar nicht mehr stellen. Ja, ja. Könnte ja auch eine Frau sein. Ist ja, ein Auto, ne? Aber den Fuß... Den hat er nicht entsorgt. Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ja, guck mal, das ist ja ein Auto, wo der Fuß ist. Der linke. Ja, das ist so ein Auto.
So ein Spielzeugauto in der Größe eines Fußes. Der hat keinen Fuß und am Knöchel ist ein Fuß, ist ein Spielzeugauto dran gemacht. Genau, das ist der Mann. Aber er ist kreativ. Er hat diesen Fuß nicht entsorgt, sondern er hat ihn sich hingenäht auf die linke Schulter. Das bedeutet, ja. Da gibt es so einen Tritt. Ja, so. Und er sagt, wenn du den Pediküre machst, macht er so. Bist krank. Dass du noch nicht eingewiesen Nee, würde ich nicht heiraten. Das, ich glaub, das warum bist du so unglücklich? Warum kannst du es auch? Nein, das Problem wäre beim Autofahren, wenn sein Fuß immer bei mir ist. Ja, aber du liebst ihn doch. Warum ekelst du dich vor seinem Fuß? Ich würde ihn ganz nett und lieb fragen, ob er seinen Fuß abnehmen lassen kann. Oha, okay. Ist ja ein Einschnitt in sein Privatleben. Ja. Genau. Okay. Würdest du einen Mann ohne Schneidezähne heiraten? Das ist ja egal. Dann pfeift sie mal Wind of Change. Ich kann nicht pfeifen, sonst will ich den Song machen. Ja, nächste okay. Frage. Du siehst immer, dass das Kippfenster auf ist, wenn er redet. Ja. Dann kann Shisha rauchen, ohne seinen Mund zu öffnen. Nur so einen ganz kleinen Spalt so. Die Fragen hast du echt nicht erwarten. Hast du nicht kommen sehen. Nee. Würdest du einen Mann heiraten, der hier nur zwei Finger hat? Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist ja gut, wenn er die hat. Ja. Weil die sind ja die wichtigsten. Genau. Also Daumen und Zeigefinger. Aber wenn er mit dir redet, macht er immer so. Dann frage ich ihn, warum machst du so? Bist du ein Krokodil? Ja, ein Krokodil. Dann sagt er, nee, ich bin so ein Automat, wo man so Teddybär kauft. Du hast uns auseinandergenommen, diesen Podcast. Ich? Ja. Hä? Bruder, du hast das Schlimmste mit deiner sachlichen Kompetenz. Würdest du einen Mann heiraten ohne Nase? Das heißt, immer wenn du den anguckst, nein, kannst du furzen, ohne dass er es riecht. Ja. Nee. Und du siehst hier, du kannst in die Nasenhöhle gucken. Aber riechen wir in der Nase drin oder ist das nicht so, dass der Geruch reingeht? Ja, und genau, es hat mit dem Gehirn. Es hat hiermit gar nichts zu tun. Ist mit dem Gehirn so. Nee, glaube ich, könnte ich nicht, weil ich wäre zu sehr abgelenkt mit den Nasenlöchern. Oder mit dem Loch. Okay. Was? Würdest du einen Mann heiraten, der einmal am Tag, jeden Tag, um 17.06 Uhr, genau um diese Uhrzeit, ja? Also genau immer um diese Uhrzeit, er bereitet das auch vor. Und er verlangt von dir, dass du zuschaust. Und immer um 17.06 Uhr isst er einen lebendigen Vogel. Also der Vogel, der lebt noch Scheiße. Und der kräht und krächzt. Nein, würde ich nicht. Aber natürlich nicht. Nein, das ist ja total unempathisch. Ja, nee. Man muss für Tiere ein Herz haben. Also, nein. Bist du Veganer? Nee. Vegetarier? Nein. Okay. Welche Tiere würdest du nicht essen? Affen. Boah, ich kann Schlangen. Also Schnecke habe ich gegessen. Schnecken essen wir darüber sehr viel. Darüber haben wir geredet. Echt? Oh. Ja. Das ist in Tunesien eine Delikatesse. Was heißt Delikatesse? Ist eine normale Speise. War okay, war jetzt in Ordnung. Also die Kräuterbutter hat mir geschmeckt. Aber ansonsten, ich würde schon gerne mal Sachen probieren. Aber so Affe und sowas, so Affenschädel oder ich weiß nicht. Hast du schon mal iranisches Essen gegessen? Nee. Besser, hast nichts verpasst. Hast du mal ein tunesisches Essen gegessen? Nein. Kann auch nicht sein, gibt es keine Restaurant. Ich war ja auf Djerba, natürlich habe ich Tunesisch gegessen. Geil, so richtig geil. Doch, ich habe sehr gut. Doch, ich habe Tunesisch gegessen. Und wie war's? Ja, und scheiße reif. Brennt zweimal, ne, bei Tunesien. Nee, ich habe ohne Schaf gegessen. Ah. Ihr habt mich umgebracht. Hast du reingeballert? Hast du Tunesisch gegessen? Nee, ja, gibt's ja auch in so. Das ist geil. Das ist echt gut. Was hast du jetzt eigentlich vor? Das würde mich mal interessieren. Willst du jetzt, du machst ja alles ein bisschen parallel, ne? Mhm. Darüber können wir noch nicht reden. Hast du uns vorhin erzählt noch, da gibt es einen großen Meilenstein jetzt in deiner Karriere. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Und du machst jetzt immer noch deinen Job und noch TikTok. Du bist auch regelmäßig noch am Start. Machst echt tausende von Klicks. Willst du das so weitermachen? Willst du Social Media mit aufbauen oder denkst du, du brauchst das nicht? Nee, will ich nicht. Ich habe das ja auch nur so gemacht. Und wenn man jetzt guckt, ich lade ja auch nicht jeden Tag etwas hoch. Das ist einfach nicht das, was ich möchte. Und ich hätte lieber so meine festen Rollen. Ja. Lach fertig und dann rede ich weiter. Nein, ich kann das nicht sagen, aber ich muss ihm was sagen eigentlich. Okay. Das kann aber hier nicht sagen, weil er so korrekt ist und immer darauf achtet, was er sagt. Ja. Okay. Ja, sicher.
genau. Nee, also ich möchte. Aber du hast ja nebenbei noch einen Job, ne? Ja, genau. Okay. Und das möchte ich halt irgendwann nicht mehr machen. Boah, ist das ein dreckiger Typ. Nee, der hat mich gedisst, aber du weißt ja nicht, was er meint. Du hast keinen Job. Natürlich habe ich einen Job. Das ist doch sein Job hier. Ich bin Comedian. Ja. Stand-up-Comedian. Das ist mein Job. Ich dachte, das war so ein Winker am Zaun. Nein, das ist so ein dreifacher Insider. Ja, der checkt nur. Der checkt nur das ist wie immer, wir haben immer hier so Gags, wo Leute schreiben, ey, das ist voll scheiße, keiner versteht den Witz. Ja, keiner versteht das. Okay. Okay. Willst du heiraten und Kinder kriegen? Ja, sehr gerne. Wie viele Kinder? Ich wollte eigentlich 5. Ja, geil. Aber da sagen die Leute, kommen, die asozial kommen. Ja. Finde ich gut. Je älter ich werde, desto weniger wird die Zahl, weil... Okay, wirst du 2 deiner Kinder Nisa und Shire nennen? Nein. Warum nicht? Sei doch einmal korrekt in deinem Leben. Ja, bist du Fan von diesem Podcast? Ja, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Boah, du bist aber richtig, hast richtig gelernt, wie das Spiel hier funktioniert. Ja. Du passt eigentlich perfekt. Eigentlich musst du viel auf Social Media hochladen, weil so funktioniert diese Welt. Fake. Und so komplett. Ja, auf den SM-Friends. Ja, ich weiß doch Bescheid. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich deine Audio vor ein paar Tagen. Ey, hör mal zu, ich als Influencer weiß das. Hast du gedacht? Ja, klar. Weil du das Spiel umgedreht hast. Ja. Dann erstmal Depressionen in Dubai bekommen, weil wir ihm klar gemacht haben, dass er ein Influencer ist. Dann hat er Hass gekriegt. Bist du? Und dann habe ich angefangen, jetzt Medizin zu studieren. Ja, und er macht sich jetzt darüber lustig, was er ist. Würdest du einen Arzt heiraten? Ich kenne es von meiner Freundin, sie sagt auch, also es ist echt schwierig. Auch ein paar Theologen? Was machen die? Leichen. Nice, da würde ich ihn auf jeden Fall besuchen. Und der muss so gucken, woran ist diese Leiche gestorben? Geil, woran ich schwöre. Warum ist das dieser Mensch gestorben? Ihr habt ein Problem, ne? Nein, das ist stylisch. Nein, ihr habt ein Problem. Stell dir vor, der kommt nach Hause und sagt so, boah, ich habe heute einen reinbekommen, der war so komplett verbrannt, aber dann habe ich ihn aufgeschnitten und habe ich gemerkt, der wurde schon vorher umgebracht. Oh, er ist richtig, ganz schön, ich würde sogar mitgehen und gucken. Ja, oh mein Killer! Gott, ihr seid doch durch. Deswegen habe ich auch letztens eine Nachricht bekommen, dass ich dieses Video bitte löschen soll. Ja, echt? Warte. Ich habe nämlich auf eine Seite aufmerksam gemacht, die kennt ihr bestimmt. Wie heißt die Seite? Gibt's nicht mehr. Darf ich es nennen? Nee, ne? Der kommt drauf an. Kann man rausschneiden? Nein. Okay. Ja, weil er zu faul ist. Ja, deswegen. Ey, meine Schwester guckt auch jeden Tag diese Criminal Minds Mordaufklärung. Dann siehst du immer, wie so eine Frau mit so einem Schrotflinte. Nice. Richtig. Ich kann sowas nicht gucken. Ich habe jetzt auch auf dem Weg hierher Serienkiller-Dokumentation angehört. Tatsächlich. Ist gut, ne? Richtig cool. Jetzt hast du interessant. Ja. Was ist dein Sternzeichen? Du bist hier auf mein Mikrofon, du bist hier auf den Links getreten. Hier, der Sound geht immer weg. Irgendwas mit Widder und Stier. Nein, ich bin Wassermann, aber ich kann gar nicht schwimmen. Kack auf Wasserzeichen. Ja, auf Sternzeichen. Ich bin wieder auf dem. Und dann mit euren Inzidenz und sowas. Aszendent. Nimm mal die Kabel. Glaubst du an sowas, Sternzeichen und so? Ja. Aber du bist doch eigentlich intelligent. Was hat es damit zu tun? Das ist ja alles Berechnung und Mathematik. Ja, genau. Ist es auch? Nein, Mathematik basiert auf Fakten. Das nicht. Horoskop. Ja, basiert nicht auf Fakten. Ich kenne einen. Es gibt keinen. Es gibt nichts, was greifbar ist. Okay. Man kann es nicht beweisen. Okay. Noch nie jemand. Was bist du von Sternzeichen? Moment, ich bin Schütze. Okay, noch nie. Also, es gab noch nie. Und Ausdruck ist nie. Nicht mal. Oder wenig oder gering oder eventuell, sondern noch nie in der Geschichte der Menschheit hat ein Schütze sein Horoskop gelesen und da stand, du wirst heute eine Cola-Dose öffnen und dann springt diese Öffnung ab, die fällt hin, eine Frau kommt, hebt das auf, das wird deine Ehefrau. Das ist noch nie irgendwo ein Schütze. Da steht aber, du findest deine wahre Liebe in diesem Monat und so. Da stehen immer nur so offensichtliche Sachen. Du atmest heute. Ich möchte, dass ihr eine Astrologin einladet. Ja klar, die werde ich aber richtig lange machen. Also eure Geburtscharts werden ausgerechnet, aber dafür braucht ihr Geburtsstunde, Ort, Jahrgang und so weiter und so fort. Und glaubt mir, hört euch das an und danach. Ich kann aber auch hier jemanden einladen, der mir erzählt, dass vegan Leben gesund ist. Werde ich auch einen finden. Ich werde auch einen finden. Nein, es geht dann darum, der mir erzählt, dass wir von Aliens sind. Nein, die wird dir dann etwas vorlesen und dann wirst du sagen, fuck, Alter, das stimmt. Das passt voll zu mir. Ja, aber dann, was liest sie vor? Sie sagt, guck mal, Wassermänner sind in der Regel schlafen die 8 Stunden. Sie sind sehr faul, aber sehr intelligent. Ja, wow, das ist eine allgemeine Aussage. Ja. Die kann auf sehr viele zutreffen. Und aber kannst du auf Jungfrauen nicht sagen, weil viele Jungfrauen nicht faul sind. Okay. Ja, die sind auch am Arbeiten. Denkst du, jeder Wassermann ist intelligent und faul? Bitte? Denkst du, jeder Wassermann ist intelligent und Nein. faul? Ja, siehst du, dann kann es ja schon mal nicht stimmen. Dann geht das deswegen, ja schon da kommen ja noch die Planetenstellungen.
dein Venus ist. Das heißt, jemand guckt, du denkst, die beobachtet die Sterne und kann die Planete. Zukunft, die Planeten, die sind doch Sterne. Also die Sternzeichen sind ja zugewiesen. Galaxien. Nein. Doch? Nein. Sterne sind Sonnen. Also Planeten. Oder Leuchtkörper und Sonnen. Planeten sind sowas und wie Erde. Nein, Bruder, hör bitte auf, bevor du uns komplett... Willst du mich verarschen? Nein, Planeten, ehrlich. Venus, Jupiter, okay. Saturn. Ja, bitte. Ich glaube nicht, dass jemand das beobachten kann und deine Charakter dadurch... Nein, das wird nicht beobachtet. Das wird nicht beobachtet, das wird ausgerechnet. Ja, ausgerechnet, dass jemand deinen Charakter oder deine Zukunft ausrechnen kann. Mhm. Glaubst du, dass das geht? Ja. Wie überzeugt bist du davon? Ich bin sehr überzeugt, weil ich auch... Weil sehr vieles gestimmt okay. hat. Ist kein Planet. Was? Sterne sind Sonnen. Ja, mhm. hat sie doch gesagt. Und was ist eine Sonne? Der wichtigste Unterschied, ein Stern leuchtet von selbst, ein Planet nicht. Sterne mhm. haben in ihrem okay. Inneren eine Energiequelle, so dass sie heiß glühen und Licht ausstrahlen. Ein Planet dagegen ist kalt und leuchtet nicht von alleine. Okay, da haben wir wieder was gelernt. Ja. Okay, Moment. So. Ja. Ein Stern leuchtet von selbst, ein Planet nicht. Haben wir doch mal ausgelernt. Hat Nisa sich wieder mal geirrt. Schön. Weiter. Weiter im Text. Genau. Und ich habe das ausrechnen lassen. Und vieles, was da steht, stimmt einfach. Auch was die Vergangenheit angeht. Dass es Sternzeichenkonstellationen gibt, die anfällig für das sind. Es gibt Frauen, die dann anfälliger für das und das sind. Zum Beispiel... Gibt es eine berühmte Astrologin im deutschsprachigen Raum? Ich verfolge nur die türkischen. Aha. Aber auf Instagram gibt es eine, die macht das echt toll. Die heißt, darf ich das sagen? Ja, klar. Soul Food heißt die auf Instagram. Soul Food, wenn jemand schon so heißt, dann ist er doch prädestiniert dafür, von mir hier komplett zerpflückt zu werden. Oh Gott, es tut mir so leid. Soul Food, Junge, wenn ich das schon lese. Dir? Ja. Soul Food und Style. Mhm. Und die ist eine Astrologin, ja? Okay. Wir können nichts anderes machen als jetzt. Ich lese mal das Horoskop heute von Nisa vor. Wenn ja, lese mal das Horoskop von Nisa heute vor. Steht, glaube ich, nicht drin. Wo? Ich glaube, sie macht keine Tageshoroskope. Nein, er will es generell googeln. Ja. Ach so, okay. Was bist du nochmal? Kennst du deinen Mond? Nein, was für mein Mond? Hast du ein Geburtsdatum? Ja. 1. Februar. Boah, ich ist immer so. So. Und weißt du auch, wo du geboren bist? Ja. Sollen wir es ausrechnen? Dein Mond und dein Aszendent? Und dann, was wissen wir? Viel. Guck mal erstmal, was am 1. Februar ist. Okay, also... 1. Februar ist natürlich Wasser. Was, ich gehe mal ein Horoskop, Quatsch. Schauen, was ist dein Geburtsdatum? 20.11. 20.11., so, schauen wir mal. 20.11. Wie, wo Aszendent, muss ich rein, drauf? Nee. Hier, berechnen. Es gibt eine gute Seite, gib mal... Okay, Tageshoroskop. Mondzeichen berechnen ein und dann muss astroschmidt.ch, glaube ich, kommen. Oh Gott, Alter, wenn ich hier schon lese, was hier steht. Ah doch, das hier. 23.11. bist du geboren? Ich? Nee, Schein. Achso, nee. So, wann bist du geboren? Warte, ich mach für dich, mach für mich und dann tauschen wir einfach die Handys. Ja, wann bist du geboren? 20.11. 20.11., okay. Ja, hier. Du musst aber seinen Jahrgang noch reinschreiben. Das ist ganz wichtig. Mhm. So, wann bist du noch geboren? 1. Februar. Okay. Kennst du deinen Jahrgang? Ja, 1972. Du bist älter als mein Vater. Weißt du, welche Stunde du geboren bist? Ich glaube, 3 Uhr morgens. Okay. Ist wichtig. Ich weiß es nicht genau. Die Minute ist auch entscheidend. Yo! Nee, ernsthaft. 3 Uhr, frag mal deine Mutter. Die hat so viele Kinder gemacht, die weiß ich nicht. Ich mach mal so 3.15 Uhr. Ja. Mach 3 Uhr. Okay, 3 Uhr. So, Geburtsort? Bonn. Bazar. Tunesien. Sus. So, Bonn. Okay, jetzt haben wir es. Okay. Kommt da jetzt mal ein Ergebnis? Was? Und eine Zahlen kontrollieren. Welche Zahl muss ich kontrollieren? Darf ich? Im 24-Stunden-Format. Habe ich eingegeben. Oder muss ich so machen? Darf
Darf ich ganz kurz? Ja. Ungültige. Die Stunde, das hat irgendwas mit der Stunde zu tun. Mach 03. 03 habe ich gemacht. Mhm. Wie kann man das glauben? Das ist echt. Mach mal. Ah, du musst. Warte mal, das darf ich? Ja. Guck mal, allein Schein, dein Tageshoroskop heute. Das kann ja schon Bonn nicht. Bonn gibt's gar nicht. Aha. Bonn. Ah, doch, hier. Das hat deswegen jetzt nicht geklappt. Hm. Jetzt komm her. Okay. Krass. Also, Auswertung. Deutung ihrer Sterne. Zum Horoskop, ne? Nee. Geht nicht? Zurück. Weil die wollen 19 Euro, oder? Nee, geht zurück. Und dann, guck mal, darf ich mal ganz kurz die. Oh, okay, ich lese das natürlich nicht vor. Bei mir auch. Wollen die auch 19 Euro? Nee. Venus. Venus Steinbock. Stark! Stark! Deswegen bist du der beste Kombin der Welt. Ja. Wie viele Skorpionen willst du eigentlich noch drin haben? Krass, okay. Ja. Also du klickst jetzt drauf, Sternzeichen, wissen wir, er ist Wassermann. Krass. Mondzeichen, darf ich das sagen? Ja, klar, ja. Ist ja auch Wassermann und dein Aszendent ist Skorpion. Und ja, was bedeutet das? So, möchtest du es vorlesen? Ja, ja. Hier, wir fangen mal mit dem Aszendenten an. Okay. Wo fängt das an? Hier. Oh Gott, ey. So, der Charakter des Skorpions Aszendenten. Aszendenten? Sein Zeichenherrscher Pluto macht den Aszendenten Skorpion zu einer starken Persönlichkeit und einem leidenschaftlichen Kämpfer. Wir gehen weiter im Text. Der Skorpion Aszendent betrachtet die Welt mit misstrauischen Augen. Stimmt überhaupt nicht. Er möchte möglichst viel über sie erfahren, ohne dabei etwas von sich preiszugeben zu müssen. Ja, das stimmt total. Das Tierkreiszeichen Skorpion neigt zu Pessimismus und Schwarzmalerei und dazu, das Leben zu ernst zu nehmen. Das stimmt überhaupt nicht. Der macht sogar Witze auf der Beerdigung von englischen Leuten. Ich schwöre, seine Geburtszeit stimmt nicht. Okay, was haben wir hier noch? Warte mal, das heißt, wenn so 3:11 wäre, dann hätte es gepasst. Ja, vielleicht. Er gibt sich unnahbar und lässt nur wenige Menschen an sich heran. Ja, das aber stimmt. Das kann doch auf so viele zutreffen. So, der tiefgründige Skorpion Aszendent zeigt sich im Umgang mit seinen Mitmenschen einfühlsam. Ist er. Dingen geht er intelligent auf den Grund und bezieht bei seiner Analyse nicht nur logische, sondern auch emotionale Gesichtspunkte mit ein. Okay, du bist ein krasser Stratege, ja? Du machst krasse Strategien. Nach außen hin wirkt er dabei überlegen und kühl, als ob er seinem Gegenüber allein mit einem durchdringenden Blick auf den Grund der Seele blicken kann. Was immer er macht es mit Herzblut. Hat er sich etwas in den Kopf gesetzt, verfolgt er dieses Ziel entschlossen und leidenschaftlich. Das ist 100% falsch. Das ist gelogen. Glaubt ihr nicht? Ich habe wahrscheinlich gleich wieder Aszendent. So, Stärken des Skorpions. Aber ich bin doch kein Skorpion. Aszendent, oder? Dein Aszendent. Anscheinend, aber ich glaube Entschlossenheit. Charisma. Ja, okay, Charisma. Menschenkenntnis. Da bin ich nicht leicht mit bestückt. Menschenkenntnis. Ja. Das ist korrekt. Intelligenz. Ja. Leidenschaft. Aber 90% Trefferquote bei Menschenkenntnis. Ja. Leidenschaftlicher Talzertänzer bist du. Ja. Schwächen. AIDS. Unnahbarkeit. Das stimmt nicht. Du bist für jeden zugänglich. Ja, so oberflächlich, ja. Machtstreben. Gar nicht. Misstrauen. Ja. Okay, das überspringe ich. Warum? Was steht da? Okay. Darf ich gucken? Boah. Ja. Ja, puh. Ja? Ich höre jeden Tag die Liste. Und Bosshaftigkeit. Death-Liste. Bosshaftigkeit, ja klar hier. Okay. Guck mal, Scheins Tageshoroskop, was hier schon alleine steht. Erzähl mal. Räume auf und werfe Altes und Gewesenes einfach über Bord. So. Partnerschaften blühen auf und Singles werden sehr nette Bekanntschaften schließen. Vorausgesetzt, du setzt die richtigen Signale. Das kann alles und nichts sein.
Ja. Okay, das ist ja... Okay, wenn so... Diese Horoskope sind ja Quatsch, die so geschrieben werden. Das sind ja so krasse Sachen. Okay, die so krasse Horoskope schreiben, warum gehen die nicht nach Las Vegas und werden Millionäre? Es gibt natürlich auch viele Promi-Astrologinnen oder Astrologen, die dafür auch echt viel... Die Astrodogs? Die Astrology. Die bekommen echt viel Kohle dafür, also für so einen Chart. Das kann ich auch machen, was die machen. Kannst du lernen, ja. Ich brauch's nicht zu lernen. Ich erzähle einfach Scheiße. Das, was ich jetzt auch mache. Oh, jetzt machst du aber also viele Also wenn Weine. Ich euch jetzt meine Daten geben würde und ihr würdet jetzt sehen, was mein Aszendent ist. Ja, es ist ein Zufall. Nein, es stimmt alles, was da drin steht. Wirklich. Es passt alles eins zu eins zu mir. Ja, klar. Wenn man so Aussagen tätigt, auf irgendeinen trifft das zu. Ja. Ich kann jetzt hier schreiben, es gibt einen Mensch, der hat seinen Fuß operiert und hat ein Spielzeugauto dahin genäht. Mhm. Und dieser Mensch ist jähzornig, aber guckt einmal die Woche... eine schrecklich nette Familie. Und irgend so einen wird es geben. Und er wird dann sagen, boah, Nisa ist voll der krasse Okay, aber mal jetzt zur Verteidigung muss ich sagen, es gibt ja viele, die daran glauben. Ja, ist ja nicht verkehrt. Ich sag ja nur, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass diese... Komm, wie aggressiv die wird. Also wir sind ja gerade im Merkur, der rückläufig ist. Auf jeden Fall solltest du jetzt... nicht deine Haare schneiden lassen und auch keine Verträge eingehen, keine neuen Beziehungen. Nur mal so. Da bist du dir sicher, dass das so ist. Mhm. Das heißt, alle, die heiraten jetzt, die lassen sich scheiden. Alle. Jeder Mensch, der jetzt heiratet in dieser Phase, werden sich scheiden lassen? Viele, ja. Ich glaube nicht. Doch. Vor allem auch Auto kaufen oder sowas. Es gibt immer ein Problem dann, wenn du es... Ich bin entsetzt, dass du... Aber erzähl weiter. Ja. Ich war bis jetzt sehr sympathisch. Ja. Nee, deswegen... Gott sei Dank kannst du kochen. Guck mal, jetzt haben wir ja eine Frau. Jetzt kann ich endlich mal diese Fragen stellen. Du hast ja 150 Folgen uns das hier weiß gemacht. Ja. Stimmt es, dass in der Küche die Luft anders ist? Ja. Er behauptet das, ja? Ja, ja, sag natürlich. Ich doch. Ich kann da drin nicht atmen. Wenn ich da reingehe, extra. Das ist eine andere Erdatmosphäre. Warum? Da können Frauen haben so gewisse Kiemen, dass sie da atmen, können. Wir machen das extra, wir machen extra so Gewürze rein, damit die Männer sich fernhalten. Ja. Aber du hast recht gehabt. Ja klar, hab ich recht. Denkst du, ich erzähle dir Blödsinn? Ich bin ein Hai. Ja. Und ein Hai bleibt nie stehen, weil ich auch ein Hai bin. Ja. Wenn ein Hai stehen will, was passiert? Er stirbt, ja genau. Ja. Es gibt. Okay. Okay. Okay, was ist, wenn zwei Sternzeichenbeobachter, Astrologen? Zwei Sternzeichenbeobachter. Was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Ja, guck mal, die gucken sich was an und kommen aber beide zu unterschiedlichen Ergebnissen. Gibt's sowas? Ja, weil der eine weniger LSD genommen hat als der andere. Ja, genau, weniger Pilze gefressen. Okay, wie machst du aber denn, guck mal, wenn du das liest, so um dich täglich zu stärken, finde ich das sehr süß. Aber machst du lebenswichtige Entscheidungen in dem Moment aus? Essentielle Entscheidungen abhängig von... Ja, aber das ist doch... Ja, aber... Dann bist du wie Two-Face, der so eine Münze wirft. Tatsächlich nur, wenn ich im... Nur? Wenn's, also wenn der Merkur rückläufig ist. Dass ich dann was heißt, wenn der Merkur rückläufig ist? Das sieht für unser Auge so aus... Also tatsächlich ist er nicht rückläufig, aber hast du schon mal den Merkur beobachtet? Nein. Ja klar, jeden Tag. Kannst du Guck mal, weil ich bin ja vom Sternzeichen Pferd. Welchen Merkur? Ich kenne nur Freddie Mercury. Ja, und bei uns gibt es die Nummer 6, der Bus, der kommt von der Schwalbachstraße. Wenn der mal abbiegt, versehentlich, was öfters passiert, dann ist alles rückläufig. Also dann steige ich auch nicht mehr ins Auto. Okay. Und hast du schon mal die falsche Entscheidung getroffen? Schon sehr oft. Aber da Obwohl du auf diese Sachen gehört hast. Ach so, nein. Oh nein, noch nie. Nein. Alles lief immer super. Ja, natürlich. Nein, wirklich. Ja, ja, klar. Nein, wirklich. Was ist, wenn du deinen Traummann kennenlernst? Mhm. So, und er sagt zu mir, er ist Zwilling. Ich sage tschüss. Und warte. Nein. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Aufbau. Es ist der absolute Traummann. Sein Schweiß schmeckt nach deinem Lieblingsgetränk. Okay. Ja. Holunderblüten. Ja. Mit Lavendelgeruch. Mhm. So, du leckst, wenn du seine Handfläche ableckst, schmeckt das wie das beste Sushi. Oh, das klingt gut. Seine Ellbogen sind wie so richtig gute Burger. Okay. So, sein Charakter ist
das absolute Gegenteil von mir, ja. Nett, charmant, charismatisch, höflich, erträgt dich auf Händen, alles ist perfekt. Mhm. Und dann liest du, dass irgendeine hier Soul Crystal postet, nee, der ist nicht der Richtige. Dann lässt du dir das entgehen. Nein, natürlich nicht. Aber du hast gerade gesagt, wenn er ein Zwilling wäre, würdest du sagen, was, wenn er ein Zwilling ist? Das war Spaß. Ja. Und was, wenn er ein echter Zwilling ist, der hat so einen Zwillingsbruder und du küsst aus Versehen den Falschen, weil es eineigige Zwillinge sind? Was soll ich sagen, wenn er nicht sagt, dass er nicht der Richtige ist in dem Moment? Nein, er sagt, nein, du spürst, er ist der Richtige, aber die Astrologie ist der anderer Meinung. Hä? Nein, warte mal, was? Du hast doch gerade gefragt, wenn ich aus Versehen den anderen küsse, was würde ich dann machen? Das war jetzt nur der Hergelaber. Achso, okay. Bitte was? Nochmal die Frage. Du lernst deinen Traummann kennen, alles stimmt, aber die Astrologie sagt, nein, der ist es nicht. Lässt du dann die Finger von ihm? Nein, weil ich dumm bin. Nein, sondern weil du intelligent bist. Nein. Aber wo Zwillinge hast du gesehen? Okay. Die Zehnlinge rausgebracht hat? Bis jetzt hat immer alles gestimmt, deswegen bin ich immer noch Single. Oder, ja. Aber wie kann, okay. Wenn die Astrologie die morgen sagen würde, du musst für den Rest deines Lebens als Wahlzähneputzerin arbeiten, würdest du das machen? Kommt drauf an, was für Arbeitsbedingungen. So, du musst jeden Tag von so einem Wal bei SeaWorld die Zähne putzen. Money? Ja klar, für Geld. Für normal. Gutes Geld. Ja, gutes Geld ist relativ. Für mich ist 1000 Euro gutes Geld, für ihn ist 1 Million wenig Geld. Nee, das macht mir gar keinen Spaß. Das ist total monoton. Warum musst du das aufhören? Aber das wäre ja nicht auf mein Sternzeichen abgestimmt, weil ich bin Schütze. You know? Oh. Weißt du, wer auch Schütze ist? Hawkeye von den Avengers. Und Green Arrow. Und Robin Hood. Ja. Und Bullseye. Woher weißt du das? Weil die alle so mit Speer werfen oder was? Mit Pfeilbogen. Außer Bullseye. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Sag mir erstmal, wie war deine Erfahrung hier? Als erste Frau hier im Podcast. Fühlst du dich wohl? Erste Frau. Findest du, wir waren charmant, nett und höflich? Es war ein kleiner Schritt für mich. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die... für die Frauen. ja, sehr warm hier drin, aber ich denke... Das ist die Liebe, die wir ausstrahlen. Ja, brutal. Das steckt ja auch. Hast du schon gefühlt, kannst du anderen Frauen empfehlen, ey, die sind gar nicht so schlimm? Oder kommt, willst du, bevor du antwortest, deine Astrologie-These liest? Nee, ich kann es schon empfehlen. Doch, wenn sie über amputierte Beine sprechen möchten, die mit einem Auto ersetzt worden sind. So, dankeschön. Also, wo können dir die Leute folgen? Nenn mal deine Social-Media-Kanäle. Hier, Werbung in eigener Sache. TikTok. TikTok? Ja, wie heißt du da? Estrello. Estrello? E-S-T-R-E-L-L-O-W. Estrello. Instagram? Auch. Facebook? Nein, bitte nicht. YouTube? Nein. Twitter? Ja, aber da mache ich nicht viel. OnlyFans? Kenne ich nicht. Also du hast nur TikTok und Insta? Also, folgt der jungen Dame, Estrello. Estrello. Sie wird auf jeden Fall eine steile Karriere vor sich haben. Und es war uns eine Ehre, dass du da warst. Ich glaube, das war sehr, sehr lustig. Ja. Wir haben viel gelacht. Ja, haben wir echt. Nisa hat sich am Anfang unwohl gefühlt, aber ich glaube, in der Mitte hat sie sich wohl gefühlt. Kann man so sagen. Ja. So. Ist halt ungewohnt. Ist ungewohnt, ne? Ja. Ich habe so Angst. Ich bin Erzieherin, ich baue ja auch Bindungen immer zu Menschen auf. Und ich habe nur den Intellekt eines Kindes, deswegen hat die das... So. Meine Damen und Herren, es war uns eine Ehre, dass Esra bei uns zu Gast war. Und natürlich, wenn... ihr weitere Frauen hier sehen wollt, dann deabonniert bitte, weil es wird nicht mehr vorkommen. Und wenn ihr so eine Astro-Bitch sehen wollt, dann sagt Bescheid, die da ein bisschen was voll klingt. I sicher. Jetzt zeig ich mal, wie man richtig redet. Mach mal das Maul auf, so. Sag mal, I sicher. Nee, das war mit Soul. Ja, mit Soul. Bist du I sicher? I sicher. Der macht's gut. Ah, hast gut gelernt, ne? Ja. So, das nächste Mal, wenn du an der Grenze bist, sagst du I sicher. Lassen die sich direkt durch. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. So.
Das ist so geil. So, macht's mal gut hier. Ja, folgt alle Estrello. Folgt ja auch dem Nizar, weil er wurde nur verfolgt in den letzten Jahren und das wollen wir nicht, dass es sich wiederholt. Der ändert auch immer sein Ding. Geht mal auch die alten Folgen durch, von der ersten bis zur 10., 50. Folge, dann gab es die 100. Folge, der sieht ja immer anders aus. Ja. Chameleon, ihr passt dich an. Ne? Ja, Chameleon ist ein Gegner von Spider-Man übrigens. Der war der erste Gegner von Spider-Man. Krass, gut zu wissen. Hättest mal so in der Schule aufgepasst. Ja. Oder beim Einstellungstest. Hättest mal was Anständiges gelernt. Du wärst nicht mit so einem dreckigen, geleckten Iraner im Podcast. Ja, genau. Das ist gute so. Anmerkung. Esra, ja. Mach's gut. Du hast das letzte Wort. Du hast das letzte Wort. Weil wir höflich sind. Mach mal so ein geiles Outro für unseren... Ja, genau, so ein geiles Outro in dieser geilen Stimme. Ja. Und ich sag dir, was du sagst. Du sagst, what up? Ich war what hier... What up, Cuss? What up, Blood? What up, Gangster? Ja. Warte, nein, du sagst... What up, Blood? Du sagst... So rock around like I got an S on my chest. Ja. Guck mal, 50s King. Oh, das sind wir gleich im Auto. Ich schwöre. Ja. What up, Blood? Bo, what up, Cuz? Bo, what up, Blood? Bo, what up, Gangster? 50s der King. Guck mal, du sagst, meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre, bei diesen zwei gut aussehenden, charmanten, höflichen Männern namens Nizar und Cheyenne im Podcast gewesen zu sein. Nichts hat mich glücklicher gemacht, als hier diesen Raum mit diesen zwei Früchten der Leidenschaft zu teilen. Boah, wenn die das kann, ne? Dann bist du echt der dann, King. Dann ist vorbei. Ja, das okay. Wirst du nicht so hinkriegen. So, ich mach die Augen zu. Ja, ich auch. Krieg's eh nicht hin. Meine Damen und meine Herren, es war mir eine Ehre, hier mit den zwei zu sein. Sehr gut. So, peace in the Middle East. Ich spuck uns doch gleich in die Fresse. Ah, sicher. So, macht's gut. Ciao. Ciao.